Hermann, dein Lieblingsgemüse im Winter ist auch die Marzipankartoffel, ne? Boah, ey, fett. Habe ich früher auch mal gesagt, wenn die Nationalmannschaft gespielt hat. Heute fehlt der Yogi Elf ja das, was mein Hermann zu viel hat. Die Anziehungskraft. Oder anders gesagt, das interessiert keine Sau mehr. Andi, warum schießt du deine Kerze? Ist bei dir schon erster Advent? Hummels, Boateng und Müller, die musst du doch bringen. Ja, sicher. Freizeitpark sagt doch auch nicht. Hör mal, Wasserbahn hat dich, die Achterbahn ist gerade im Aufbau und wir haben auch noch eine Überraschung. Da geht doch keiner hin. Das ist wie beim einarmigen Reisen in der 3,5-Liter-Klasse. Ne? Hast du keine Basis, dann wird's am Ende eng. Ferdinand, hast du einen Türschlüssel verloren oder warum bist du aus Mäuschen? Die Abwehr ist halt das Problem bei der Nationalmannschaft. 9 Gegentore in 5 Spielen dieses Jahr. Vorne gewinnst du Spiele und hinten Titel. Stefan, zum Glück hast du die Torschance nicht hastig vergeben, sondern einfach nur einen Ball vertändelt. Ich verstehe ja, dass man auf die Jugend setzt. Ne? Aber bei Udokai habe ich gedacht, das sind 2 Spieler. Früher war halt Karl-Heinz Riedle, heute ist Riedle Baku. Und dem Yogi verstehe ich nicht. Ne? Nach dem WM-Titel hätte ich gesagt, leg mich an die Füße. Ne? Ein Fahrrad mit Rücktritt ist eben auch besser als eins ohne. Andi, Stefan, Doppelpass ist nicht nur eine Fernsehsendung. Yogi Löw, Yogi Löw, Yogi Löw. Mach mal. Yogi Löw. Hä? Hallo? Boah, der hat aber ganz schlechter Empfang. Ich glaube, da ruft ein Faxgerät an. So, Männer, komm nach vorne jetzt! Aktuell spielt ihr wie Risikopatienten, wo noch nicht mal der Impfstoff eine Wirkung hat! Yogi Löw, Yogi Löw, was denn jetzt schon wieder? Löw. Ja? Hallo? Ja, wieder ein Faxgerät. Hallo, Uwe, hier ist der Yogi. Du bist ein Yogi. Glück auf, da kann ich viel tun. Ich würde gern die Mannschaft noch ein wenig aufpeppen. Hast du einen Spieler für mich? Nee. Wir sind ja nur 8. Ja, eigentlich sind wir 7, ey. Der Aki, das ist unser Bodybuilder, der ist Bankdrücker. Ach, schade, dann nominiere ich noch einen Spieler nach, den keiner kennt. Hör mal, Yogi, der Bierhoff hat gesagt, der Trio Infernale um Thomas Müller. Das kommt nur zurück, wenn die Stamm spielen. Soll ich dir jetzt eine Eiche fällen oder wann spielen die mal wieder im Kader? Da sehe ich aktuell keinen Bedarf. Und was mit dem Götze, der kommt wieder zurück. Der war ja jetzt Mein Gott, der war halt seitdem, was ist, war das 14. November 2017, 2-2 gegen Frankreich. So, da war der das letzte Mal im Einsatz. Und der kommt wieder zurück, oder was? Uwe, ich habe damals zu Mario gesagt, zeige der Welt, dass du besser bist als... Messi, ich weiß, ich habe auch so Kandidaten, die hinterlassen die Kabine immer wie eine Potsau. Hör mal, wann hörst du eigentlich auf in der Nationalmannschaft? Hör mal, Yogi. Willst du Sachen vor dir herschieben? Dann geh zum Winterdienst. Jürgens! Hermann, holst du dir aus deinen Schnutzen noch mal eine Schokoladenzigarette? Dann knallt's!